Obwohl ich keine Musik mache, war Jan Delay eine ganze Weile mein Arbeitskollege, als er nach meiner Abendsendung beim Radiosender 1 Live dort eine regelmäßige Sendung moderiert hat. Da sind wir uns auch an jenem Abend über den Weg gelaufen, als der Welt mitgeteilt wurde, dass der King of Pop, Michael Jackson, gestorben ist. Und irgendwie war das auch, glaube ich, der Moment, in dem es zwischen uns Klick gemacht hat. Denn wenn man Jan Delay nicht näher kennt, dann kann er schon mal ein bisschen genervt oder ziemlich launisch rüberkommen. Viele Journalistenkollegen halten ihn jedenfalls für etwas anstrengend. Aber kommt wohl immer darauf an, wie man sich begegnet. It takes two to tango und so. Wie dem auch sei, inzwischen ist eine ganze Weile vergangen, seit wir uns das letzte Mal begegnet sind. Und ich will mich heute mal auf den aktuellen Stand bringen. Immerhin ist einiges passiert bei Jan Delay. Wir müssen zum Beispiel über seine neue Aufgabe als Papa sprechen. Beim Konzert im Kölner Palladium zeigt mir Jan erstmal seinen regulären Arbeitsplatz und breitet seine Krankenakte vor mir aus. Lass uns mal auf deine Bühne gehen, Jan. Yeah. Okay, wie lange seid ihr eigentlich unterwegs schon? Also jetzt auch, das ist ja der zweite Tourteil, deshalb jetzt noch nicht so lange. Das war, ist jetzt der fünfte Gig auf diesem zweiten Tourteil, aber der erste Tourteil, das waren schon 20 Gigs, meine ich. Also es ist jetzt der 25., wenn man quasi okay. Die Tour rechnet. Und hast du einen Koller schon oder geht das noch? Nee, jetzt ist voll entspannt. Also hart ist halt immer die... hart ist immer die erste Tour, der erste Teil, weil da ist irgendwie alles noch so, da sind so viele Fragezeichen und da ist so viel Druck dann auf mir. So, weil, und das sind dann auch immer so eher die größeren Hallen noch und dann ist das alles so, und man ist noch nicht so eingespielt eventuell und hier ist noch ein Fragezeichen, da ist noch ein Fragezeichen, ja, wird das klappen und dann ist man halt so, oh, dann weiß irgendwann der spielen sich immer die Physis und die Psyche so Streiche, weil die Psyche weiß, okay, wenn die Physis hier, wenn das abkackt, dann gehen nicht nur die 50 Leute irgendwie nach Hause, die hier arbeiten, mit denen wir unterwegs sind, sondern auch die 5000, die in der Halle sind. Und dann fängt es an, so dass die Psyche und der Körper so sich so piesacken. Hattest du das schon, dass das dann komplett so abkackt? Also ja, so, nee, ja. Ist das, der Gag, deshalb ja piesacken, weil der Gag ist bei mir dann immer irgendwie, ich kann, also ich brauche mal Holz, sonst, wenn ich jetzt so Aussagen treffe, muss ich immer gleich auf Holz klopfen. Ist gut. Warum soll es Unglück abwenden, wenn man auf Holz klopft? Das ist natürlich nur bei abergläubischen Leuten so. Bei aufgeklärten jungen Menschen, wie wir es sind, macht das keinen Unterschied. Das Schicksal meint es immer gut mit uns, ganz egal, ob wir auf Holz klopfen oder nicht. Wobei es sicherlich nicht schaden kann. Ja. Au! Ich kann mich Gott sei Dank immer darauf verlassen, dass das irgendwie hinhaut bei mir. Ja. Aber dieses Piesacken besteht darin, dass der Körper immer so miese Signale sendet, die voll fies sind, aber mit denen man noch auftreten kann. Mhm. Also ich hatte jetzt auf der letzten Tour dann zum Beispiel überall Entzündungen, so, also immer so ein schön, keine Ahnung, Mandelentzündung. Dann hatte ich so eine miese Gerstenkorn, der sich entzündet hat, dann ätzend, so ein Ding. Als die Tour dann zu Ende war und ich in Urlaub gefahren bin, kam mir dann auf der anderen Seite, war noch größer. dann durfte ich nicht, bei 35 Grad, dann musste ich drin sitzen, durfte nicht ins Wasser, nicht in die Sonne, keinen Sport, man kann gar nichts. Ja. War richtig geil. Nee, aber so, das sind so die Spielchen, so überall, wo man halt so Entzündungen und Sachen haben kann, die halt, keine Ahnung, trotzdem nicht dazu führen, dass man das Konzert absagen muss. Das ist halt das Schöne, also irgendwie, für die zwei Stunden ist dann auch alles cool und danach ist es wie, oh. Okay, aber nicht so im Sinne von Hypochondrie oder sowas, was hast du nicht? Das also Hypochondrie? Ja, sowas. Nee, das ist alles, ach ja, genau, ich hatte noch eine verbale Schlussinsuffizienz. Geil. Das ist ganz schrecklich für die Stimme. Also ich so ab dem 8. Gig war dann auf einmal halt so. Aber es ging trotzdem noch. Ja, ich habe dann halt dann richtig Angst gekriegt, so, weil ich dachte, oh Gott, ich muss die Tour absagen, scheiße. Mhm. Ins Krankenhaus, da zum HNO und so. Und dann alle möglichen Leute. Und ich wurde ja auch schon mal in den Stimmbändern operiert, weil ich da Polypen hatte und habe den angerufen, den Professor, der es damals gemacht hat. Und so. Und überall Hilfe geholt. Und dann hatte ich über Esther, eine von meinen Sängerinnen, ihren großartigen Vocal Coach in Berlin, der ist, also ich darf nicht sagen, wie alt er ist. Er hat mich selber, glaube ich, wegen seines Alters belogen, ist ein ganz toller Gentleman, ein Amerikaner, der Operngesang noch gelernt hat, als es keine Mikrofone gab. Also der musste noch alleine eine Halle, die größer ist als diese hier, quasi bis auf den letzten Stuhl erreichen. Und mit dem habe ich am Telefon jeden Abend eine Stunde gemacht vom Gig. Am Telefon? Am Telefon, weil er selber erzählt hat, er hatte mal einen Gig, da war Esther, meine Sängerin, auch dabei.
Da hat er für Volkswagen 12 Shows gemacht. Und ab dem ersten Tag hat er keine Stimme mehr. Und dann hat er irgendeine Professorin irgendwo in Europa ausfindig gemacht, die mit ihm jeden Tag eine Stunde am Telefon diese Übung gemacht hat. Es sieht lustig aus und es ist doch ernst. Das ist überhaupt Prinzip dieser Singschule. Mit so viel Spaß wie möglich, so viel Ernstes wie möglich lernen. Damit es Spaß bleibt, gibt es keine Schulaufgaben. Aber weiter in der Stimmbildung. Und dann kommt, so geht es dann hoch in Intervallen, runter. Und da hat er halt irgendwelche Übungen, die dann immer genau mit ihren Vokalen und ihren Konsonanten, die in dieser spezifischen Übung vorkommen, genau darauf ausgerichtet sind, bestimmte Sachen hier freizulegen. Und dass du auf einmal denkst, oh, eben war es noch, und jetzt kann ich wenigstens wieder sprechen. So, und ja, so habe ich die Tour dann irgendwie durchgezogen. Nachdem die gesundheitlichen Höhe- und Tiefpunkte damit durch wären, es waren ja wirklich spannende Sachen dabei und ich habe neue Fachbegriffe gelernt, wie verbale Schlussinsuffizienz, kommen wir jetzt zum eigentlichen Grund, wieso wir zusammen auf Jans Bühne stehen. Hier steht ja nicht die klassische Vier-Mann-Band-Besetzung, sondern ein ganzes Orchester, alias Disco Number One, mit denen Jan seit 2006 zusammen auftritt, also seit seinem zweiten Soloalbum Mercedes Dance. Normalerweise haben wir quasi das, diese Leopardenburg hier, ja. Die ist auch noch vorne bei den Mädels und bei den Bläsern. Mhm. Hier ist aber die Bühne so klein, deshalb können wir das hier nicht mit aufbauen, deshalb fällt das weg. Sag mal, ganz kurz zu dieser, also ich muss sagen, das ist auf jeden Fall kein echtes Fell natürlich, also obwohl du kein Vegetarier bist, was ich weiß, aber das ist auf jeden Fall hier so aufgedruckt auf so Vinyl. Auf Menschenhaut, wir haben halt Menschen geschlachtet und dann Leopardenmuster drauf gemalt, damit wir keine Tiere quälen müssen. Weißt du, bei den Scorpions haben sie auch sowas, da haben sie Verstärker drauf aufgedruckt. Weißt du, damit sie so eine Verstärker, also die stellen nicht mal diese leeren, es gibt ja auch diese Verstärker, wenn die hinten leer sind, so, und wo keine Technik drin ist, wie bei euch hier hinten. Einer ist nämlich leer, weil da haben wir nämlich, kommt mit. Okay, komm mit. Ganz mieser Rock'n'Roll Swindle. Also Orange ist geilster Sound, aber die sehen halt auch geil aus. Okay. Und das Gemeine ist das halt. Das hätte ich nicht gedacht jetzt. Muss ja zwei Amps. Einmal Orange und der andere ist unser alter Oldschool Music Man, den wir seit Anfang haben. Und damit es besser aussieht, haben wir den halt auch in der Orange Box gestellt. Ja, immer noch besser als aufdrucken aufs Vinyl wie bei den Scorpions. Nochmal, nee, das hier ist schon echt alles. Geil. Nur das nicht. Nun hat ja auch Jan mal klein angefangen mit diversen Underground-Veröffentlichungen in den frühen 90ern, unter anderem mit seiner Formation La Boom, wo bereits Tropf von Dynamite Deluxe dabei war. Und aus der Zeit stammen auch diverse Pseudonyme, wie zum Beispiel Icy Ice oder Boba Fett. Damals lief das natürlich alles noch wesentlich improvisierter und chaotischer ab. Und ohne X-Musiker, die ihre Instrumente im Schlaf beherrschen und alles auf den Punkt genauso interpretieren können, wie Jan sich das vorstellt. Wie weit geht das eigentlich mit deinem Perfektionismus? Weil ich meine, das ist ja schon alles, wenn man sich's anguckt, irgendwie, da hat man das Gefühl, das ist so von vorne bis hinten echt tight, ja, so, ne? Und wenn ich jetzt so zurückgucke auf deine Anfänge und den Hip-Hop und so, das kam mir so ein bisschen punkiger vor, wenn du verstehst, was ich meine. Auf jeden Fall. Und das ist ja inzwischen gar nicht mehr der Fall. Also wie perfektionistisch bist du? Sehr. Ja, ne? Ja. Und ich weiß nicht, ob es so war, dass ich jetzt mit 17, 18... Ich höre das ja selber, ich schäme mich ja selber, wenn ich so Altes vor Bambule höre quasi. Ich weiß nicht, ob ich weniger perfektionistisch war, das glaube ich nicht, sondern einfach die, wie nennt man das? Die Mittel? Field Goals. Ach das, so. Was man so... Perfektionismus macht sich ja immer daran fest, was man im Kopf sich vorgenommen hat, was man erreichen will. Mhm. Und wenn man das aber alles noch nicht so kennt und nicht so weiß, wie man da hinkommt, dann kann das auch nicht so ausgeprägt sein. Und damals, das war, ich meine, guck mal, wir haben 91 angefangen, 92, 93, 94, das war alles Pionierzeit, da hat jeder einfach gemacht. Genau. Weißt du, da hat man einfach Haus auf Maus geschrieben und wenn das viel zu viel Silben war, dann hat man gemacht, damit das am Ende wieder hinkommt. So. Und dann klingt das so wie, dieser folgende Song ist eine Weiche zur Aufklärung, die irgendwann, wenn die... Und denkst du, hä? Wie außerdem gemeldet wird, hat sich ein Fisch im Wald verirrt. Ein Waisenkind erschoss den Vater, dann Doktor, Spiele beim Steuerberater. Ein Schäferhund mit Namen Waldi ertappte einen Dieb bei Aldi. Und nun noch schnell das Wetter, wahrscheinlich wird es Wetter. Und es klingt halt lustig und lass dich kaputt, wenn du es heute hörst. Aber damals hat man gesagt, ja, ich rap. Weißt du? So. Und dann müssen aber erstmal so Leute kommen wie Torch oder die Stieber Twins, die auf Deutsch geil rappen, dass das geil float. Und man merkt, ach so, ja, ich habe, glaube ich, zu viele Silben. Und da muss erstmal jemand mit einem geilen B
Beat-Sounds kommen, so wie jetzt LSD oder irgendwelche, ich zähle jetzt so Oldschool-Leute aus Deutschland auf, die jeweils für irgendwas stehen. Und dann fängt man an, sich zu orientieren, weil man orientiert sich nicht an Wu-Tang oder an Biggie Smalls. Das sind Götter für einen, aber das ist woanders. Und man weiß, Gott sei Dank, man ist schon reflektiert genug zu wissen, das ist das, was die da machen. Wir müssen hier mal rein. Hier wird noch gebaut. Genau. Baustelle. Es gibt so Leute, bei denen ich mir nicht so gut vorstellen kann, dass Frauen und Kinder zumindest bis ins höhere Alter in deren Lebensentwurf passen. Dazu gehörte Jan für mich eigentlich auch, als ständig tourender Musiker, den ich früher auch bei jedem Event mit irgendeiner anderen Ische hab rumhängen sehen. Aber dann stand ich vor ungefähr anderthalb Jahren bei einer Aftershow-Party neben ihm und da erzählt er mir, dass er Papa wird und erstmal so eine Art Babypause macht. Inzwischen hat Jan eine gesunde Tochter namens Carla Marie zur Welt gebracht, also vielmehr seine Freundin. Und das ist für viele Leute ja so das Erlebnis im Leben schlechthin. Also so dieses ganze, oh, das ist so, da weiß man erstmal, was ist das Leben und so. Oder? Ja. Das habe ich alles nicht. Gar nicht. Weil ich glaube auch manchmal, das ist so, man darf mich nicht falsch verstehen, meine Tochter ist das Allertollste, was es gibt. Und ich finde das so immerhin toll, dass sie da ist und das ist das Größte. Und das ist überhaupt gar keine Frage, aber so dieses, was ich halt vorher immer so gehört habe von jungen Vätern. Mhm. Auf einmal weiß man, worüber lebt. Wenn sie halt anlächelt, dann macht es für alles wieder gut. Das ist halt bei mir nicht so, weil ich glaube auch so ein bisschen, das ist so, als Musiker hat man vielleicht schon vorher irgendwann oder als Architekt oder in solchen Berufen hat man diese Erkenntnis schon vorher. Wenn man das Glück hat, dass man für eine Sache ganz krass brennt und die dann auch noch irgendwann zu einem Job geworden ist und man das Glück hat einfach, dass man mit dem, wofür man alle Leidenschaft hat und wo man alles reinsteckt, sein Geld verdienen kann, und das Dinge sind, die bleiben, wo man Sachen erschafft. Ich glaube, dass solche Leute, die haben das da drin, ihren Sinn. Und wenn die dann ein Kind kriegen, ist das geil und toll und das ist eine super Ergänzung und eine Fortführung. Aber es ist nicht so, dass es auf einmal bei denen Klick macht. Und bei all den anderen Leuten, die eben quasi das nicht haben leider, sondern einfach einen scheiß Job, so, die und nicht Dinge erzeugen, die da bleiben und so. Für die ist das dann dieser Moment wahrscheinlich, schätze ich mal. Also habe ich das mir erklärt. Was ja auch toll ist, dass es so ist. Aber bei mir ist, ich finde das super, aber so richtig Spaß machen tut es erst ab einem halben Jahr. Vorher ist es halt einfach so, ja, das ist krass und man sitzt da die ganze Zeit und kann es kaum glauben, aber es ist halt noch so ein Ding. Hey, hier spielt die Musik. Die Kinder sollen auf die Eltern hören, weil sie ihnen gehören. Immer schön Bläschen machen, nicht wahr? Damit nicht so viel Luft in den Bauch kommt. Sonst hängst du nachher wieder eine halbe Stunde über die Schulter, nicht? Und wir warten darauf, dass du rülpst. Also in meinem Fall ging es auf jeden Fall die Initiative viel mehr von der Mutter aus. So. Ich hörte, dass das bei mir selber wohl andersrum war, also bei meinen Eltern. Aber in meinem Fall ging das so, ich denke mal, in den meisten Fällen stelle ich mir das einfach so vor, geht die Initiative von der Mutter aus. Und wir haben da halt schon sehr, sehr lange drüber geredet und so. Und ich habe auch am Anfang sehr, sehr klar gesagt, dass ich das nicht will, weil ich das mir nicht vorstellen kann, weil ich das in meinem Freundeskreis gesehen habe, was dann passiert. Ja. So, also, und da habe ich dann mal gesagt in irgendeinem Interview, das habe ich dann auch irgendwann in einem Videotext so zufällig wiedergefunden. Mein eigenes Zitat stand dann da. Jan Delay sagt, entweder man ist ein guter Entertainer oder ein guter Vater. Das habe ich damals halt, irgendwie war für mich so die Konsequenz. Und ich habe zu dir, so, das war vor 8, 9 Jahren, so, zu Mercedes-Dance-Zeit, habe ich halt gesagt, nee, ich will jetzt erstmal ein guter Entertainer sein. Und ja, und dann habe ich halt irgendwann gedacht, so, jetzt habe ich das irgendwie alles gemacht und bin there, done that, wie Dr. Dre so schön sagte. Und jetzt kann ich das auch mal riskieren. Weil mir ist klar, dass ich natürlich, wenn ich das mache, will ich auch ein geiler Vater sein. Was haben deine Eltern eigentlich gemacht? Was waren die? Die haben studiert, da haben sie sich auch kennengelernt, Kunst. Aber mein Vater ist über den zweiten Bildungsweg, der ist Tischler, hat er gelernt. Hat er Abi nachgemacht, damit er studieren kann, hat dann Kunst und Film studiert. Meine Mutter hat Kunst und Film studiert. Also schon künstlerische Freunde? Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann in so einer Art, das war besetzt, das Haus in Hamburg, und dann aber umgemodelt worden in ein alternatives Wohnprojekt, das erste seiner Art, weil die quasi erstritten haben vor Gericht, dass sie da wohnen bleiben können.
Und also nicht meine Eltern, sondern eine riesige Gemeinschaft von Leuten. Mhm. Drei Eingänge, drei Hauseingänge in so einem wunderschönen riesigen Altbauhaus, mhm, was auch in Hamburg jeder kennt. So ein bisschen Revoluzzer-Hintergrund quasi. Ja, nein. Ja. Die, vielleicht die Leute, die da jetzt, das war ja eine Menge von Leuten, das waren 50 Leute oder so. Mhm. Meine Eltern sind halt Kunstvögel. So. Mhm. Und und dann hat mein Vater angefangen, Filme zu machen und er hat Saxophon gespielt in Bands. Meine Mutter. Filme, die man kennt auch, oder? Dokus, also Dokus. Für NDR. Okay. Also nicht, er ist nicht beim NDR angestellt, sondern als Freier, mhm, macht er seit Ewigkeiten. Was hat der Dokus gemacht? So die schönsten Schlösser.